Es sollte ein stiller Protest gegen diesen Krieg sein. In Russland haben Aktivistinnen in mehreren Städten Blumen an Denkmälern niedergelegt. Mehrere Personen wurden festgenommen. In Moskau kamen sie zum Grab des unbekannten Soldaten. Hinter der Aktion stehen die Ehefrauen von Russen, die zum Militärdienst eingezogen wurden. Es war die insgesamt 10. Protestaktion der Bewegung. Kanzler Scholz hat einen Brief bekommen von den Spitzen der Unionsfraktion. Darin schlagen Friedrich Merz und Alexander Dobrindt einen 12-Punkte-Plan vor, um die Wirtschaft zu stärken. Zum Beispiel wollen sie die Stromsteuer senken, Sozialabgaben begrenzen und Überstunden steuerlich begünstigen. Nächste Woche will die Union den Vorschlag in den Bundestag einbringen. Beleidigungen, Drohungen, Gewalt. Auch an Hochschulen wird zunehmend Antisemitismus beklagt. Nach dem brutalen Angriff auf einen jüdischen Studenten hat die Freie Universität Berlin ein Hausverbot gegen den Tatverdächtigen erlassen. Und an der Berliner Humboldt-Universität wurde am Donnerstag eine Podiumsdiskussion mit einer israelischen Richterin abgebrochen, weil pro-palästinensische Aktivisten massiv gestört hatten. Stefanie Hein. Die Freie Universität Berlin steht unter Beobachtung. Eine Woche ist es her. Eine Bar in Berlin-Mitte, ein pro-palästinensischer Student der FU, soll einen jüdischen Kommilitonen derart attackiert haben, dass der mit gebrochenen Gesichtsknochen ins Krankenhaus kommt. Jetzt hat die Universität ein Hausverbot erlassen. Angesichts der Tat würde der Tatverdächtige auf dem Campus der Universität als Bedrohung wahrgenommen. Zum Schutz der Mitglieder der Universität und zur Sicherung des Universitätsfriedens ist das jetzt ausgesprochene Hausverbot für zunächst 3 Monate unabdingbar. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel ist die Universität Schauplatz von pro-palästinensischen Protesten. Der Ton ist rau, auch anderswo. An der Humboldt-Uni Berlin stören Donnerstagabend pro-palästinensische Aktivisten eine Veranstaltung mit einer Richterin vom Obersten Gericht Israels. Durchgehendes Geschrei, ein Dialog unmöglich. In diesem Hörsaal wird die Veranstaltung abgebrochen. Die Debattenkultur an deutschen Unis besorgt Studierende wie den CDU-nahen Ring christlich-demokratischer Studenten und die jüdische Studentenunion Deutschland. Sie warnen vor einer Zunahme extremistischer Einstellungen an den Unis. Wir fordern unter anderem auch von den Universitätsleitungen, auf dieses Problem nicht nur aufmerksam zu machen, sondern das Problem auch zu verstehen und dagegen zu handeln. Und dementsprechend, wenn Gruppen sich ausbreiten, die extremistisch sind und die Gewalt androhen oder sogar anwenden, dann geht es Strafmaßnahmen durchzuziehen und im besten Fall für uns natürlich eine Exmatrikulation. Aktuell ist aber ein Hausverbot die schärfste Maßnahme, die eine Berliner Uni aussprechen kann. Extremismus und radikale Positionen greifen in Deutschland um sich, besonders in sozialen Medien. In unserer App können Sie nachlesen, wie die AfD gezielt versucht, Meinung zu machen und bei TikTok, YouTube und Co. mehr junge Menschen erreicht als alle anderen Parteien. In Teilen Berlins wird morgen die Bundestagswahl wiederholt. Nötig geworden ist das durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Hintergrund sind zahlreiche Pannen bei der Wahl 2021. So gab es unter anderem zu wenig Wahlkabinen, Stimmzettel waren falsch oder fehlten und Stimmen wurden zu spät abgegeben. Jetzt können 550.000 Berliner noch einmal wählen in 455 Wahllokalen. Markus Groß berichtet. Alle zusammen! Wieder Proteste. Der seit Wochen anhaltende Widerstand begleitet heute auch den Wahlkampfabschluss der AfD. Morgen dann die Teilwiederholung der Bundestagswahl. Das Thema bei den Parteien angekommen. Obwohl nur 20% der Wahlberechtigten abstimmen dürfen, versuchen die Grünen damit ihre Anhänger zu mobilisieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn von Berlin, wenn auch nur für 455 Wahllokale, ein klares Zeichen ausgeht gegen rechts. Michael Müller von der SPD wirbt um jede Stimme. Sind Sie auch betroffen von der Nachwahl? Der frühere Berliner Regierungschef will sein Direktmandat verteidigen, seine Partei im Umfragetief. Das ist nicht einfach jetzt im Moment in dem politischen Umfeld und eben auch, weil ja ein Teil des Bezirkes nur nachwählt. Aber ich glaube, es ist eine gute Ausgangsbasis. Wahlkampf mit kleinem Equipment. Klaus Gröhler von der CDU will Müller das Direktmandat streitig machen. Seine Partei macht einen Anti-Ampel-Wahlkampf. Viel Kritik hört er auf der Straße. Viel Frust, sehr viel Unverständnis über den Kanzler, über mangelnde Führung.
Aber auch die Leute sind enttäuscht, dass Zusagen einfach gebrochen werden. Wieder mal Wahlkampf in Berlin, der dritte in 3 Jahren. Doch dieser hat etwas Skurriles. In der einen Straße wird nicht gewählt, in der anderen schon. Nur dort, wo die Pannen am größten waren. Ich finde es jetzt nicht unbedingt so toll, dass es wieder gewählt wird. Wenn wir Wahlen 3-mal oder 4-mal hintereinander machen müssen, dann finde ich es traurig einfach nur. Weil es kostet ja auch Geld. Ich finde das gut. Somit haben die Menschen noch mal die Chance, sich noch mal neu zu orientieren. An den Mehrheiten im Bundestag wird sich durch die Teilwiederholung nichts ändern. Es ist aber ein erster Stimmungstest für das beginnende, wichtige Wahljahr. Während bei uns dieses Jahr schon fast 6 Wochen alt ist, feiert China heute Neujahr. Mit dem wichtigsten Feiertag im Land geht das Jahr des Hasen zu Ende. Jetzt ist der Drache dran. Wohlstand, Kraft und Glück soll er bringen. Doch ganz ungetrübt ist die Stimmung nicht. Über ein Fest zwischen Sorgen und Hoffnung berichtet Elisabeth Schmidt. Für Liao Hujian und seine Familie ist Chinas größtes Laternenfestival eine Neujahrstradition. Hier in Zugong in der Provinz Sichuan sind mehr als 1000 Lichtinstallationen zu bestaunen. Dieser Drache ist ganze 48 Meter lang. Doch viele Menschen haben in diesem Jahr gemischte Gefühle. Die Folgen der Corona-Pandemie belasten die Wirtschaft noch immer. 2023 ging es ihr nicht so gut. Es wurde weniger konsumiert. Unsere Einkommen gingen zurück. 2023. Die Stimmung war 2023 nicht so gut, aber jetzt feiern wir alle zusammen das Neujahrsfest. Die Familie ist jetzt das Wichtigste. Hunderte Millionen Chinesen sind zu ihren Liebsten gereist. Das ganze Land hat Urlaub. Vor allem die Touristenregionen hoffen jetzt auf mehr Umsatz. Staatschef Xi versucht in seiner Neujahrsansprache Optimismus zu verbreiten. Solange alle gemeinsam voranschreiten, werde China alle Schwierigkeiten überwinden, sagt er. Doch auch die bunten Laternen in Zugong, die traditionell für Wärme und Hoffnung stehen, können die wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht ausblenden. Dass so viele Menschen offen über ihre Probleme mit uns sprechen, das erleben wir selten in China. Denn wer öffentlich Kritik äußert, dem drohen Konsequenzen. Aber immer mehr Menschen leiden bereits unter den Folgen der Wirtschaftskrise. Liao Hujian und seine Familie hoffen, wie viele jetzt, auf das Jahr des Drachen. Dem Volksglauben nach soll es Glück, Erfolg und Wohlstand bringen. Guten Abend. Regenreich war dieser Winter bisher und schon die nächste Regenfront steht vor der Haustür und überquert uns heute Nacht und morgen. Dazu sinken die Temperaturen heute Nacht auf 9 Grad am Niederrhein und 2 Grad an den Alpen. Oberhalb von 1000 Metern fallen hier um 5 cm Neuschnee. Denn im Südwesten kommt jetzt eben besonders in der zweiten Nachthälfte dieser kräftige Regen auf. Der Wind dreht auf Südwest, der Föhn an den Alpen bricht zusammen. Ansonsten ist es trocken, aber bedeckt und neblig bei einem frischen Wind aus Ost. Morgen Vormittag kommen die Regenwolken zwar weiter nord- und ostwärts voran, aber im Nordosten ist es noch trocken. Am kräftigsten regnet es in Bayern, Thüringen und Sachsen. Am Nachmittag erfasst der Regen dann den gesamten Nordosten. Dafür sind im Südwesten Wolkenlücken möglich, aber hier muss weiter mit Schauern gerechnet werden. Der Tag ist windig, vor der Front aus Ost, dahinter aus Südwest. Und in dieser milderen Strömung erreichen die Temperaturen 12 Grad am Rhein, an der Ostsee um 5 Grad. Zum Beginn der neuen Woche liegt das Temperaturniveau nur etwas niedriger. Es bleibt wechselhaft, es sind aber keine großen Regenmengen mehr dabei. Am ehesten trocken ist es am Dienstag im Osten und im Süden. Und damit auf Wiedersehen.